für den Sportclub Freiburg. UEFA Fairness Pokal. Und da ist der SC Freiburg und da ist alles mit drin. Das Verhalten der Fans, das Verhalten der Mannschaft sehr weit vorne. Und da gibt es 12.500 deutsche Merker. Ja, steht. Kapitän Hamel nimmt es entgegen und es wird weitergehen an die Fanclubs, die diesen SC Freiburg unter anderem so besonders machen. Helf mir, rot und schwarz wie die heute. Rot. Anstoß, gutes Spiel. Gutes Spiel. Alles klar, viel Spaß. Der Anteil in der Liga. Freiburg stößt an mit der 17. Seite. Selimi und Yashvili. Der Georgier. Eckball. 1, furchtbar eng alles. Alle haben noch alle Kraft, um die weiten Wege zu gehen und in jeden Zweikampf rein. Bayer. Kahn. Yashvili. Und Stefan Effenberg. Und das ist gelb. Und das ist dunkelgelb. Da ging er von hinten nur in den Mann rein. Seine 8. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, schauen Sie, da kann er nie und nimmer zum Ball kommen. Er kommt von hinten. Also dunkel, dunkel, dunkelgelb. Bayer, Zeyer und Kobiaschwili beim Ball. Schauen Sie sich das an. Das ist nicht übermäßig raffiniert. Es ist über die Mauer weg. Und der Kahn überhaupt keine Schuld an diesem Tor. War einfach nur prima geschossen und sonst gar nichts. Und das muss erlaubt sein. Jetzt kommt der Ball. Ja, darüber lässt sich lange streiten dann. Macht eine Mauer überhaupt Sinn? Aber wenn sie da steht, dann muss er das von sich aus gesehen rechte Eck abdecken. Haben Sie die zwei Seiten von Stefan Effenberg eben gesehen, innerhalb von wenigen Sekunden. Ein aufreizend lässig gespielter Freistoß. Und dann arbeitet er aber sofort wieder mit zurück und er kämpft den Ball im Mittelfeld. Selimi gegen Kufur und er benutzt die Hände und kriegt. Und kriegt. Und kriegt rot. Und kriegt rot, weil Kemmling sagt, es war eine klare Torchance, wenn Selimi weiterlaufen kann. Und sie versuchen ihn abzuschirmen, aber es wird nichts nützen. Es wird rot geben für Sami Kufur. Das war sicher hart, aber die Bayern haben mit ihrem eigenen Zweikampfverhalten da hinten, um es vorsichtig auszudrücken, einiges dafür getan. Genau, das ist die Farbe. So, jetzt achten wir nochmal drauf. Der lange Ball. Selimi beim Abspiel noch in der eigenen Hälfte, also kein Abseits. Und jetzt. Gut, der Ball ist sehr weit da draußen. Und jetzt greift Kufur zu. Und ich sehe hier zumindest in der Einstellung keinen weiteren Weißen. Ist zu vertreten. Alles richtig gemacht, der Schiedsrichter. Janka. Und da ist das Tor. Und jetzt war ein Handspiel mit, sagen zumindest die Freiburger Spieler. Finke bestürmt den Schiedsrichterassistenten hier unten. Das Tor jedenfalls zählt. Bislang zählt das Tor.
Achtung. Da war der Kopf. Hier war die Brust. Hier, der Ball ist angeschossen. Also ich glaube, das war angeschossen. Auch das hat Kemmling richtig gesehen. Und es bringt dem FC Bayern den Ausgleich in der 22. Effenberg. Okay, und völlig frei. Elber. Und immer noch ist das Ding nicht weg. Oh, hatten die Freiburger eben Glück. Ich glaube, es war Müller auf der Linie. Er zieht Bayer kein Tor. Jetzt ist er aus dem Spiel. Kobiaschwili. Oh, jetzt war die Hand draußen. Kemmling hatte ganz klare Sicht von der Distanz hier oben her, von sehr weit her, glaube ich, das war ein Handspiel. Achtung. So, jetzt Arm angelegt oder nicht. Jetzt geht der Arm raus. Ein eindeutiges Handspiel. Und das ist der erste dicke Schnitzer von Uwe Kemmling. Er hatte ganz klare Sicht. Er war nah dran. Tobias Willi. Kobiaschwili. Ja, Schwili, Riesenschützer von Jeremis. Hat sich Oli Kahn selber wehgetan. Und zwar in der Nähe des 5-Meter-Raums. Schauen Sie, das ist alles okay. Ja. Da hat er alles riskiert und ein bisschen was abbekommen. Aber er steht wieder. Dritte Ecke Freiburg. Zeyer. Und eine Riesenparade von Kahn. Den muss er nicht halten. Schauen Sie, wie wenig Sicht er hat. Und wird dann noch getäuscht von Kobiaschwili, glaube ich. Die nächste Ecke. Zum Ende dieser ersten Halbzeit machen die Freiburger noch mal richtig Musik. Hat er sehr, sehr spät gesehen. Und dann holpert dieser Ball noch. Jeremis. Janka. Also sie pokern hoch da hinten mit ihrer Abseitsfalle, Müller eben. Aber sie machen es sehr geschickt. Und er muss... Das ist sehr laufintensiv, was die Freiburger da anbieten. Anders geht's nicht. Und alle spielen mit Jaschwili. War das klasse gemacht. Wunderschön gespielt. Schauen Sie, wie geschickt er am Ball ist. Und Linke ist ja kein Neuling im Geschäft. Wunderschön gemacht, die nächste Ecke. Also ich denke, die Bayern mit diesem 1:1 insgesamt bislang sehr, sehr gut bedient. Der nicht gepfiffene Elfmeter. Und die nächste Ecke. Kahn mal ums Mal auf der Linie. Hoch, 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 höchstklassig. Den Sieg, trotz, obwohl wir Überzahl spielen, haben wir Probleme im Defensiv- und Offensivverhalten konstatiert. Und das muss geändert werden in der zweiten Halbzeit. Das reicht dann schon, danke. Michael Henke mit 10 Leuten, was passiert jetzt bei Ihnen? Na gut, wir haben ja eben schon in der ersten Halbzeit umgestellt und haben den Paulo Sergio mehr ins Mittelfeld gezogen. Und hinten spielen wir auf einer Linie mit 3 bis 4 Mann. Je nach Situation, und ich fand, das war dann nach dem Platzverweis, haben wir auch eine ganz gute Ordnung gehabt. Und die müssen wir durchziehen weiter und unsere Chance nutzen, um ein zweites Tor zu machen. Achso, mit einem Punkt wären Sie nicht zufrieden? Na, ich denke mal, wir haben hier sicherlich auch die Möglichkeit noch zu gewinnen mit 10 Mann. Ja, ich danke Ihnen. Effenberg. Selini.
Der Tunesier gegen Melissa Rasou. Und Eckball. Jaschwilia ist 22 Jahre alt überhaupt. Die Freiburger mit einem Altersdurchschnitt unter 26. Die mit Abstand jüngste Bundesliga-Mannschaft. Kobiaschwili. Kahn, aber bedrängt im 5-Meter-Raum. Janka Effenberg. Wunderbar gespielt. Elber, war das wunderschön gespielt. Der in der ganzen Entwicklung bisher beste Angriff der Bayern. Und dieser Pass, Weltklasse von Effenberg. Effenberg, Elber, der nächste Zuckerpass. Und genau ans Lattenkreuz. Oder war der Ball drüber? Der muss drüber gewesen sein. Das sah von der Entfernung aus, aber die Tornetzhalterung. So ist es. Hinten dran. Aber zwei klasse Angriffe der Bayern. Das Spiel auch für den Zuschauer, nicht nur für Trainer. Ein Hochgenuss im Moment. Beginnt noch stärker, als es vorhin geendet hat. Das Spiel nach vorne, weil er eben durch Kufers Rausstellung gebunden ist. Hinten Sergio in der Mittelfeldrolle. Elber, Janka, Elber. Giovanni Elber wird stärker. Linke mit vorne. Tobias Willi. Sergio, Elber ist es, Elber. Und auch er kriegt für dieses taktische Foul die Gelbe. Tobias Willi hat prima gespielt, viel, viel gelaufen. Kobiaschwili. Ramdane, der ist ihm weggerutscht. Janka arbeitet da hinten. Jaschwili. Kobiaschwili. Zeyer. Zeyer. Und der ist gut. Da haben sie es ihm fast auf dem Silbertablett auf Büttenpapier als Einladung gegeben, die Bayern. Diese Schussmöglichkeit. Und die nächste Ecke. Und die Sarasu noch ein Füßchen mit drin. Wieder jetzt Bayer. Oh, Absatzkick. Selimi, Weißhaupt. Da wollte er drei Sachen auf einmal machen, abseits. Aber das kostet Kraft. Elber. Gold. Janke spielt überragend. Nach längerer Zeit wieder mal ein Eckball für die Bayern. Effenberg. Diarra! Fast ein Eigentor auf der Linie. Ich glaube, das war Bayer. Ja. Sergio. Sergio. Vor Bayern Ramdane.
Jeremis. Effenberg. Wunderbar. Elber. Elber. Golz. Halbfinale. Aber auch Volker Finke. Doppelt nochmal nach. Reinkommt Bruns, auch er ein Stürmer. Für Adel Celini. Ein Stürmer für einen Stürmer. Achtung, hier noch einmal die Szene von eben. Und da sieht sich Jara zuletzt am Ball und Bayer auf der Linie. Jaschwili, Jaschwili. Bayer. Kann man pfeifen, war im 5-Meter-Raum. Scholl, Santa Cruz. Santa Cruz. Jetzt muss er warten, bis die anderen nachrücken. Jaschwili kommt. Jetzt ist er erstmal im Strafraum. Jaschwili. Jaschwili. Macht er das gut? Und Oliver Kahn. Ein Weltklasse-Junge. Schauen Sie sich das an. Monatelang verletzt. Und jetzt kommt er langsam wieder in Höchstform. Aber ist er abgebrüht? Und Oliver Kahn auf der Linie, ein Weltklasse-Torhüter. Muss mehr nach hinten tun. Benzlimane. Benzlimane gegen Jeremis. Fink. Und was gibt's? Elfmeter, weil Sergio gehalten wurde. Und auch das ist zu vertreten. Er wurde gehalten, und zwar im Strafraum. So, Achtung, jetzt. Jara ist bei ihm. Ja. Und Jara kriegt gelb. Vielleicht der wichtigste Elfmeter in dieser Saison für die Bayern. Mehmet Scholl. Aber es gibt noch mal eine Nachfrage. Jetzt entlädt sich diese Spannung, die hier seit mehr als 80 Minuten auf diesem Spiel liegt. Und es fliegen hinten aus der Freiburger Kurve Gegenstände. Am Elfer wird sich nichts ändern. Ist ganz sicher nicht erleichternd, jetzt diese Verzögerung für den Elfmeterschützen. Richard Golz hat kaum was zu verlieren. Aber die Bayern, ich will es nicht so hoch hängen, aber ein Stückchen der Meisterschaft vielleicht. Mehmet Scholl. Die Bayern mit 10 Mann, noch 5 Minuten. Und die Bayern führen mit 2:1. Ich bleibe dabei, der Elfer war in Ordnung und er ist prima geschossen. Nach Art eines Näschens. Schauen Sie mal in der Mitte, Sergio und Jara.
Jetzt will er sich lösen und jetzt greift Jara zweimal zu. Absolut eindeutig und völlig klar dieser Elbert. Hier links sehen Sie die Hand. Und natürlich tut das den Freiburgern weh. Sie haben ja nichts zu verschenken, ich sagte es vorhin. Stürmerfoul, sagt er. Und Oliver Kahn liegt im 5-Meter-Raum, getroffen von Gegenständen. Also jetzt werden die Freiburger Fans ihrem Ruf nicht gerecht. Schauen Sie sich das an. Jetzt wird es skandalös. Bei allem Unmut, jetzt wird es skandalös, was hier abgeht. Das hat dieses Spiel leider nicht verdient. Schade. Achtung, achten Sie rechts mal auf Kahn. Jetzt, haben Sie gesehen? Jetzt wird er getroffen. Da wurden die Fans hier ausgezeichnet, vor allem Sie mit einem Fairnesspreis. Und den werfen Sie hier gerade weg und treffen Oliver Kahn. Bei allem Unmut, und das tut natürlich weh, ich wollte gerade sagen, Sie stecken mittendrin im Abstiegskampf. Aber das ist skandalös. Kahn wird behandelt. Und Hitzfeld kann nicht mehr wechseln. Er hat ja drei neue Leute gebracht. Schlimm. Lars Hermel, hier sehen Sie Giovanni Elber, aber Lars Hermel, der Freiburger Kapitän, versucht einen Dialog, aber mit Verrückten und mit Kriminellen. Also das ist kriminell, denn das war kein Plastikfläschchen. Mit Kriminellen ist schwer reden. Kahn kann nicht weitermachen. Effenberg zieht das Torhüter-Trikot an. Kahn kommt doch wieder. Kahn kommt und ist außer sich. Schauen Sie sich an. Droht dann nach draußen hin. Das hat mit Sport nichts zu tun. Und das ist auch kein Fan gewesen da oben. Und wenn Sie den Richtigen erwischt haben, sollten Sie dafür sorgen, dass er so schnell kein Stadion mehr betreten darf. Schlimme Bilder, die diesem Spiel, ich sag's nochmal, nicht gerecht werden. Effenberg. Und jetzt wird einiges nachgespielt werden müssen. Und natürlich sollte hier noch etwas andersrum laufen, werden die Bayern Protest einlegen. Nicht aber, wenn sie dieses Spiel 2:1 gewinnen. Lisa Rasu.
Und Kemmling pfeift ab. Die Bayern gewinnen dieses Spiel 2:1. Aber richtig Spaß, hier noch was zu analysieren, macht das nicht. Kahn ist geklammert worden, höre ich von unten. Und es war ein Golfball, der ihn getroffen hat. Das Spiel ist aus. Kemmling hat ganz sicher früher Schluss gemacht, als die Uhr vielleicht zugelassen hätte. Kahn ist kaum zu bremsen. Also das, was hier sachlich zu sagen ist. Kemmling hat hervorragend gepfiffen, hat allerdings einen klaren Elfmeter für Freiburg übersehen. Hat einen klaren gepfiffen. Stefan Effenberg unten beim Interview. Stefan Effenberg, das